der Johannes Schmuckenschlager. Nächster Abgeordneter am Wort, Johannes Schmuckenschlager von der ÖVP. Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, Hohes Haus. Oft sind es die Betrachtungen, die wirklich sehr unterschiedlich sind, denn wir haben im Umweltausschuss 5 Berichte durchgearbeitet. Das ist relativ viel für einen Ausschuss. Die Frau Minister ist wirklich ausführlich Rede und Antwort gestanden. Und dass sie zum Budget noch nichts sagen konnte, wann das erst heute auch vorgelegt wurde dem Parlament, also das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Dass es im zuständigen Ressort für Klima und Energie jetzt endlich die integrierte Strategie geben soll, das ist ja nur zielführend. Und da muss man auch endlich einmal mit einer mehr aufräumen. Mehr Geld ist nicht immer mehr Leistung am Ende des Tages. Es geht auch um die Effizienz. Und ich glaube, hier wird sehr definitiv und effizient daran gearbeitet. Geschätzte Damen und Herren, ich möchte aber, weil es der Umweltbericht aus dem Umweltausschuss ist, auf eines ganz besonders hinweisen. Wir haben heute den Tag, den Internationalen Tag des Waldes. Wir wissen, in Österreich wächst Wald, Holz vor unserer Haustüre. 80% der Bewirtschaftung ist in privater Hand. Das ist eine Effizienz. Und die Wissenschaft zeigt uns sehr deutlich, dass wenn wir dem Klimaschutz begegnen wollen und hier aktiv werden wollen, dass wir Holz absolut einsetzen müssen. Ein Kubikmeter Holz letztendlich bindet eine Tonne CO2. Und das ist bei der Verwendung im Bau genauso wie bei der Verwendung Energie. Österreich ist hier Vorreiter, hat hier wirklich hervorragende Unternehmungen. Und die Waldbewirtschaftung ist auch ein guter Grundpfeiler für die gesamte integrierte Klima- und Energiestrategie, die hier auch noch ausgearbeitet wird. In der EU-Jahresvorschau wird auch auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hingewiesen. Hier wird die EU-Kommission aufgefordert, im zweiten Halbjahr 2018 ein mittelfristiges Programm für die Agenda-Umsetzung vorzulegen. Auch darauf wurde hingewiesen. Und Österreich wird mit dem Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr eine ganz bedeutende und besondere Rolle dazu teilwerden. Als Basis sollte hier der Zugang der ökosozialen Marktwirtschaft genommen werden, der ja auch schon im Regierungsprogramm seinen Niederschlag gefunden hat. Denn nur wenn wir es ökologisch, ökonomisch und sozial verträglich letztendlich machen können, dann haben wir einen Ansatz für eine nachhaltige Entwicklung. Und nur so können wir die EU-Klimaziele, auch den UN-Nachhaltigkeitszielen, den sogenannten Sustainable Development Goals, anpassen und sie letztendlich realisieren. Wir dürfen in diesem Bereich aber auch den Scheinwerfer auf andere Gebiete legen, denn oft sind wir nicht die Verursacher, aber vielleicht die Auslöser. Ich möchte ein Beispiel erwähnen, und das ist Palmöl als Beimischung zu Bioethanol. 40% der weltweiten Entwaldung wird durch Ölpalmenplantagen verursacht. Plan des EU-Parlaments ist es, hier bis 2021 auszusteigen. Aber die Kommission ist noch säumig, und auch der Weg bis 2021 gehört noch beschritten. Denn es gibt Pläne, den EU-Außenschutz gegenüber Biodiesel und Bioethanol-Import zu lockern. Hier kommen wir in eine Doppelfalle letztendlich hinein, wo wir einerseits europäische Produktion, und wir sprechen von bis zu 30% der Ölsaatenproduktion in der Europäischen Union, kompensieren, hier vernichten und letztendlich dann Eiweißimport von sogenannten Koppelprodukten für die Tierfütterung einführen müssen. Das heißt, ein Doppelimport statt europäische Produktion, das kann nicht der richtige Weg sein. Und auch das EU-Budget wird Thema sein in den nächsten Monaten in der Europäischen Union. Und wir werden Nachhaltigkeitsziele nur dann erreichen, wenn wir alle Faktoren auch bestmöglich ausstatten. Daher kann es nur wahnwitzig sein, wenn man glaubt, Gelder für die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union streichen zu können. Denn mit diesen Geldern nehmen wir der europäischen Bevölkerung letztendlich die Möglichkeit, selbst ihre Klimaziele zu erreichen und nicht auch noch durch ein Negativsaldo letztendlich in Übersee für Umweltverschmutzung, Klimazerstörung zu sorgen. Mit einer Streichung der Gelder für Agrarpolitik nehme man den EU-Ländern die Möglichkeit, selbst die Umweltziele zu erreichen, so Johannes Schmuckenschlager, Umweltsprecher der ÖVP.